Big Bass Montana. Ihr seid nur nervige Rapper wie Vandalen. Guck das an, kommst du mir mit Sandalen. Ich komme bei Nacht in deine Stadt, ja ich zieh dich ab. Punchline in den Mixer, hier trinkt das du Wichser. Big Bass Montana ist im Flow und du kannst sein Homies backstage. Hey Big Boss Montana, wohl zu viel Scarface geguckt? Was hast du mit dem Messepark-Gutschein gemacht? Bei H&M Muscle Tops Größe S gekauft oder was? Spaß beiseite, du Pfeife. Musst du nicht was lernen für die Arbeit? Wenn das Storytelling sein soll, bleib mal besser bei der Wahrheit. Damals kam der kleine Julio mit seinen Jungs ins Studio. Wollt ins Gangsters Paradise, fast so als wäre er Coolio. Schüchtern und talentfrei, doch er wollte ein Rapper sein. Gab uns Geld, damit wir ihn recorden und ihm Texte schreiben. Beats machen, Hooks singen, Rhymes und neue Flows zeigen. Du warst so tief in unserem Arsch, wir haben noch heute O-Beine. Du warst der mit Muffensausen, Angst um deinen Zwanni, weil die Typen sonst bei dir stehen und dann schnallt es deine Mami. Du bist einfach nur ein Lutscher, so wie Bitches ohne Beine. Um allein zu mir zu kommen, warst du damals schlicht zu feige. Du hast doch genau gewusst, ich bin ganz friedlich und geduldig. Was für Schlägertruppen meinst du? Giese hat sich doch entschuldigt. Jahre später ganz plötzlich machst du Schwachmat, jetzt Faxen, wolltest wohl noch etwas warten, bis dir Sackhaare wachsen. Nach 4 Jahren kommst du ernsthaft mit so lächerlichem Scheiß. Haben dir die 4 Jahre Zeit nicht für was Netteres gereicht? Scheint, als hättest du mittlerweile zwar das Reimen kapiert, aber sonst, ach so, da hast du Beine trainiert. Du stammelst irgendwelchen Müll und fühlst dich wie ein großer Meister. Hättest lieber aufgepasst, als wir dir damals Flows gezeigt haben, weil du so schlecht den Takt triffst. Man meint, es wäre Absicht, oder ist das der Retarded-Style? Behinderung als Taktik, ein Gestotter ist echt peinlich. Doch du Ducke machst den Haken. Mir ist wurscht, wer MMA trainiert mit Muskelimplantaten. Kannst ruhig rumschreien wie ein Megafon oder deine Schläger holen. Sehr coolen 60 Kilo Pazifisten hier mit Schlägen drohen. Mann, das beeindruckt mich gar nicht. Du hast Kampfsport eingeübt, doch in deinem Rhymebook geht gar nichts. Und du glaubst, dass du besser bist? Die Hälfte deiner Lines ist doch gebeitet und auch deine Aussprache lächerlich. Huren, wie bitte? Zeig, dass du dein Maul auswäschst, du Bastard. Wenn deine Mama deinen Track hört, gibt es Hausarrest, du Kasper. Du hast doch einen an der Klatsche und gehst bald in die Anstalt. Rap